Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, die Sonntagsausstrahlung, wo ich meine Meinung zu der Folge sage. Und ich muss sagen, ich bin jetzt schon begeistert von der Season 4 von Date Alive. Guter Start mit Kurumi und dem Laborangriff. Aber darauf kommen wir gleich alles gut zu sprechen. Und zwar fangen wir dann auch gleich an, der Laborangriff auf die EM. Und zwar Kurumi hat endlich Nummer 2 Sister gefunden. Und zwar ist das kein anderer Geist als Nier. Das ist schon mal gut zu wissen. Und auf den Geist werden wir auch gleich einkommen. Meine Meinung zu ihm, wie er sich verhält, alles drum und dran. Und ja, fangen wir erstmal damit an, wie die Folge überhaupt auch so richtig aufgebaut ist, nach dem Angriff. Und zwar, ja, knüpft das direkt an der Staffel 3 an. Und zwar in der Endfolge, wo Shido mit überladener Geisterpower war. Und zwar sehen wir ihn dann regeneriert. Und man schaut, okay, ihm geht's gut. Die Mädels kommen rein. Alles prima, tote Frutti. Er geht in ein Zimmer weiter, guckt nach Kotori und Mana. Und ja, dort sehen wir dann, wie Kotori versucht, Mana auszuziehen. Und er sich nur denkt, the fuck? Das dachte ich mir nämlich auch beim ersten Mal und fand das ziemlich witzig. Also, der Start war schon mal sehr, sehr cool gemacht. Gehen wir dann weiter in den Teil, wo Shido dann halt selbst in die Stadt geht und er plötzlich Nier findet auf dem Boden. Die ist dort auf dem Boden, er hilft ihr auf und ja, sie treibt dann ihre Späße. Also, dieser Charakter ist halt absolut anders. Sie ist halt auch so ein bisschen leid, wie like, ja, aufdringlich und wie der Charakter so geschrieben hat. Sie formuliert oder sie zeigt einfach nur so, wie ein Otaku ist. Also, ich würde es so definieren, wie ein richtiger Reap ist. Und ich finde den Charakter sehr cool, könnte sehr hoch in meiner Liste landen, je nachdem, wie er sich weiter verhält. Auch das Ende gemacht worden von der Folge, aber da kommen wir später drauf zu. Erstmal mit Nier alles drum und dran. Witzig gemacht, muss ich sagen. Also, es ist wirklich super gemacht worden, intrigiert. Sie ist eine Manga-Zeichnerin, sie steht total auf Manga-Zeichnungen, etc. und wahrscheinlich auch für Light Novels und Games. Das heißt, sie ist halt so nach dem Motto, ey, ich brauche ein Husbando. Das heißt, alles 2D. Deswegen hatte auch Shido keine Chance bei ihr, einen direkten Treffer zu landen. Sie sagt selber, sie möchte sich versiegeln lassen, aber sie steht auf fiktive Charakter. Daraufhin haben wir ein gutes Spiel. Denke ich mal, dass wir auch My Little Shido 2 wahrscheinlich irgendwie oder irgendwie sowas in der Art, dass es wieder hochgepusht wird. Das hat man im Trailer gesehen gehabt. Also, auf jeden Fall gut gemacht. Aber was halten wir denn allgemein von der Folge? Der Start war schon mal exzellent und ich muss sagen, ich habe mich gut amüsiert. Also es wurde alles gut in eine Szene gesetzt, auch wie Nia sich gibt, von wegen, ey, ich drück doch als Belohnung meine Brüste auf deinem Rücken oder stehst du eher so auf Hintern und wackelt mit dem Hintern. Also das ist super gemacht worden, es war super geil implementiert und ich bin einfach begeistert von der Folge. Ja, man kann nicht viel zu der Folge sagen, es ist halt ein guter, sehr guter Start gewesen. Das Opening war cool gemacht. Tatsächlich fand ich das Outro, also SOS von Sweet Arms, tatsächlich nicht so stark wie die anderen drei Dinger. Also da muss ich sagen, das ist tatsächlich irgendwie das schwächste Lied von denen. Aber das ist nur meine Meinung mal, aber ihr könnt es halt anders empfinden. Ja, was ist eure Meinung zu der ersten Folge? Also ich bin derbe begeistert, der Start war super. Der Zeichenstil von Geek Toys, absolut gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Das ist wieder so ein eigenes Stil, aber er hebt sich halt von den ganzen anderen ab. Aber es ist besser als der, sage ich mal, dritte Teil. Intro, ja, kann man nicht so sagen. Cool, implementiert, nicht so extrem viel Standardbilder. Auch das Outro, sehr cool gemacht worden. Zwar ist das Lied nicht so geil, aber dafür ist das Outro sehr von der Zeichenstil her sehr gut gemacht. Es wurde im Manga-Style gehalten, aber es ist trotzdem sehr animiert, also Geek Toys haut da wieder voll auf die Kacke und ich bin stolz drauf zu sagen, dass die das übernehmen und ich freue mich auf die nächste Folge. Ich freue mich drauf, euch meine weitere Meinung dazu zu sagen und ja, eure Meinung jetzt mal zur vierten Season. Was sagt ihr dazu? Ich bin mega Fan von Folge 1 und ja, jeden Sonntag werdet ihr dann meine Meinung dazu hören, was ich dazu sagen kann, wie ich es finde, etc. Und ja, eure Meinung jetzt in die Kommentare hauen, wir diskutieren zusammen. Und ja, ich würde mal sagen, das war's dann von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Haut rein und gute Nacht. Yeah.